Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video mit mir, Fighting Joe, aka El Banana Joe, aus der Versenkung der panischen Überarbeitung hier mit einem, ja, einem weiteren Video aus der Kategorie ein, ja, gründlich gehypt, dehypt YouTuber gibt sich mal wieder die Ehre. Ja, ich wollte ja eigentlich ein, zwei Videos seitdem hochgeladen haben. Ja. Die sehen allerdings, die gibt es teilweise sogar. Aber ich habe Angst. Was heißt Angst? Ich habe keine Lust, sie hochzuladen. Denn sie sind eine ellenlange Aufzählung von all dem, was scheiße ist und das teilweise in einer nicht mehr so sachlichen Art und Weise. Ich habe aber durchaus noch Selbstansprüche für die Videos, die ich hochlade. Und von dem her, ja, musste ich in den sauren Apfel beißen und neu aufladen, neu hochladen, neu aufnehmen. Da gibt es aber das Problem, dass ich momentan leider bis zur Hutkrempe in Stress stecke und deshalb ja, einfach nicht zugekommen bin. Und ich sag das dauernd, aber es ist irgendwie true. Und mein Problem ist, ja, bin einmal sehr entgeistert vom Spiel und dann stelle ich halt YouTube immer hinten dran, weil meine Priorisierung da so läuft, alles andere und dann im Grunde genommen YouTube-Videos mache. Das ist einfach so. Ja, ich möchte hier ein wenig über den Future Content Blog reden, der schon vor einigen Wochen, ich glaube einer oder zwei, hochgekommen ist und vor allen Dingen ein bisschen über die Implikationen davon reden und ich hoffe, ein bisschen ein ausgeglichenes Bild zeigen. Also was ist auf jeden Fall gut und was ist vielleicht, naja, nicht so gut. Erstmal ganz, ganz wichtig. Sie teilen diesen Blog ja in sechs Teile. Future Content Blog, haha, was wird als nächstes kommen? Mit der Ankündigung, ja, es wird DLCs geben und der Ankündigung, dass das New Content Team bereits voll auf Warhammer konzentriert ist. Das heißt, für alle Attila-Fans, da wird es vielleicht noch ein, ja, ein oder zwei Lippenbekenntnisse an, ja, einen DLC-Plan geben, aber mehr nicht. Wir werden vielleicht noch ein kleines Unity-DLC sehen, aber es kann auch sein, dass die Kelten und Age of Charlemagne, das ja noch relativ groß war, die Slaven und Age of Charlemagne, die letzten beiden DLCs waren, die wir für Attila gesehen haben. Denn wir wissen ja auch schon, bei Attila war es so, dass das New Content Team ungefähr um die Zeit, in der Wrath of Sparta rauskam, ja, abgezogen wurde und gesagt, auch offen gesagt wurde, das arbeitet jetzt an Attila. Und ich denke mal, da Warhammer mehr Kapazitäten hat, als Attila wahrscheinlich hatte, ja, wird da das komplette Jack Lustful New Content Team dran arbeiten. Ich meine natürlich Jack Lusted. Ja. Dann, ganz, ganz wichtig, FreeLC, DLC und dann noch ein bisschen, was die einzelnen Sachen sein werden. FreeLC, da kommt natürlich erstmal so ein wunderschöner, wir sind doch einfach geil. Von wegen, ja, und wir machen es auch für Linux und Mac und ganze Kampagnenexpansionen haben wir euch geschenkt. Muss man erstmal sagen, ja, auf dem Papier stimmt das. Sie haben uns die Emperor Edition geschenkt. Aber ich muss mal sagen, das erste Jahr ROM 2 war so mies. Da war auch mal das Mindeste, was sie tun konnten, dass wir so ein, also dass wir diese Kampagne kriegen, die ja jetzt auch nicht wirklich den Wiederspielwert hat, den andere Kampagnen im Total War-Bereich meiner Meinung nach haben. Es ist eine schöne Kampagne, und man muss sagen, der Post-Emperor Edition Multiplayer ist deutlich vielseitiger doch geworden, meiner Meinung nach, und ja, einfach. Von der Grundidee ist es auf jeden Fall jetzt auch nicht schlecht. Ich möchte sie ja jetzt auch nicht irgendwie angreifen, dass sie das gemacht haben, aber man,
sollte an CAs Stelle das einfach sagen, hey, wir haben euch die Emperor Edition gegeben und das dann stehen lassen. Beide Seiten schweigen drüber, wir, weil es eine nette Geste ist und sie, weil sie es halt vorher ziemlich verbockt haben. Ich sag mal, man sieht es ja auch daran, wie ganz am Anfang von ROM 2 auf einmal DLCs kostenlos waren. Ich meine, ich habe zum Beispiel ja damals das Steppennomaden-DLC, das ja eigentlich ein kostenpflichtiges Fraktions-DLC war, kostenlos gekriegt, weil ich halt ROM 2 schon besaß und jeder, der ROM 2 in der Woche gespielt hat, in der es das gab, hat es, glaube ich, einfach automatisch installiert, kostenlos. Und das war ganz, ganz klar an die Vorbesteller gerichtet. Das ist uns im Grunde genommen haben sie uns fürs Vorbestellen zwei DLCs geschenkt. Aber das war auch bitter nötig, so wie teilweise das Spiel zum Release aussah. Ich hoffe natürlich an dieser Stelle, dass das für Warhammer nicht der Fall sein wird. Sie haben es einen Monat nach hinten verschoben, sollte ja eigentlich jetzt die nächsten Tage Release sein. Was mir auch komplett das Programm kaputt gemacht hat, aber auf der anderen Seite vielleicht ganz gut ist, Mitte des Semesters müsste ich da mehr Zeit haben als jetzt direkt am Anfang. Und ja, also ich sag mal, wir hoffen natürlich das Beste. Und wenn sie jetzt noch ein Spiel mit wirklich Basic Bugs und so und undurchdachten Sachen rausbringen, dann wird's kritisch. Aber schauen wir erstmal weiter. Sie möchten mit dem kostenlosen neuen Content den Iconic Good Stuff you'll see in the Main Game bringen. Also mehr als das, aber vor allen Dingen erstmal so, ne, das richtig Geile, was halt in so einem guten Main Game drin ist. Und ja, ihr seht ja auch hier schon die ganze Zeit das Hintergrundbild. Wir können es ein bisschen einteilen. Neue Einheiten, neue Magielehren, neue Helden, neue legendäre Lords und neue legendäre. Ja, doch neue legendäre Einheiten, aber ich glaube, neue Einheiten und neue legendäre Einheiten sind das Gleiche. Und auch, und das ist sehr interessant, eine neue spielbare Rasse. Und da sie ja schon angekündigt haben, dass Bretonnia nicht als kostenpflichtiges DLC rauskommt, haben sie sich im Grunde genommen in die Zwangslage gebracht, dass Bretonnia rauskommen wird. Das heißt für uns natürlich, im Grunde genommen ist Bretonnia damit halb confirmed als kostenlose DLC-Fraktion. Persönlich muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich ganz gut, dass sie das machen, einfach auch nach dem Chaoskrieger-Aufschrei so eine wichtige Fraktion wie Bretonnia einfach als jetzt kostenlos rauszubringen. Denn man muss sagen, von den, sagen wir mal, ursprünglichen mit vollem Armeebuch ausgestatteten Rassen, die auf der Karte vertreten sind, ist Bretonnia der letzte große Spieler. Chaos ist da, Zwerge, Imperium, Orks und Vampirfürsten und Bretonnia. Die sind auf dem bisherigen Kartenausschnitt die wichtigen Fraktionen. Natürlich gibt es inzwischen Kislev und Estalia, Tilea, Söldner und so gibt es, aber ich sag mal von dem wirklichen, dem alten Kern, da ist halt einfach Bretonnia das Allerwichtigste und von dem her ist das schon ganz schön. Ansonsten, ja, New Legendary Lords, das war ja schon an anderer Stelle angekündigt, dass zum Beispiel die Orks einen Schamanen kriegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei den Vampiren noch einen weiteren von Karstein sehen oder aber auch einen ganz anderen Vampir, wobei das halt nicht zu Sylvania passen würde. Da müsste man dann wahrscheinlich auch noch Mussillon spielbar machen. Neue Helden, da gehe ich mal davon aus, dass das entweder neue Heldentypen sind oder aber, dass sie damit einfach nur meinen, dass sie das Bretonnia-DLC weiterfüllen. Ich sag mal, das ist okay, solange dann halt alles kostenlos ist. Es ist zwar ärgerlich, aber es ist okay. Neue Magielehren. Ja, anscheinend kann ja das Chaos momentan noch nicht die Lehre des Chaos anwenden. Von dem her wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, das noch zu ändern und das dann aber auch kostenlos zu machen. Oder aber es sind noch gar nicht alle 8 Magielehren vom Basisspiel implementiert und sie müssen die erst noch alle einführen. Ich sag mal so, Lehre der Schatten oder Lehre der Bestien, wenn die am Anfang fehlt, Big Whoop, die wird auch, glaube ich, nicht
musst wirklich jemand einsetzen. Die haben auch, hat auch im Tabletop nicht so ganz die klassische Rolle. Ich sag mal, sie sind geil. Aber zum Beispiel Lehre der Schatten hat einen Zauber, der gegen Fernkampf, also der wirklich super gegen Fernkampf ist, weil das so ein Nebelschleier ist. Das ist auch noch nicht interessant, wenn man sich die Matchups anguckt. Wenn jetzt zum Beispiel in der zweiten Expansion irgendwie Waldelfen oder so herkommen oder Hochelfen auch, dann muss ich ganz klar sagen, dann möchte ich so eine Lehre haben, aber wenn die jetzt am Anfang nicht da ist, als Imperiumsspieler, der erstmal diese Lehre der Schatten eben nur benutzen kann, es ist scheißegal, wenn ich mich gegen Fernkampf schütze, ich bin die beste Fernkampffraktion neben den Zwergen und die Zwerge sind erstmal nicht wirklich mein Go-To-Gegner. Ja, und eine weitere Sache, die wirklich zentral ist, meiner Meinung nach, ist, was Sie hier mit den neuen Einheiten gesagt haben. Ich habe ja schon angekündigt in mehreren ja, in meinem Imperiums-Überblicksvideo vor allen Dingen, dass ja sehr viel fehlt, was Tiefe ins Spiel geben will, geben kann. Wie zum Beispiel verschiedene Ritterorden, die ganzen legendären Einheiten. Und die scheinen sie tatsächlich zu implementieren wollen. Sie sagen auch ganz bewusst, gerade auch diese kostenlosen DLCs sollen den Wiederspielwert der bestehenden Fraktionen erhöhen. Das heißt, es wird dann im Zweifelsfall Unit Packs geben. Ich sag mal, all das Ganze, und ich komme jetzt hier zum Schluss der FreeLC-Sache, weil einfach irgendwann wird es auch zu lange. All das Ganze finde ich jetzt erstmal tatsächlich gut, muss ich sagen. Meine große Sorge, als ich Warhammer jetzt so ein bisschen mehr verfolgt habe, war immer, dass sie die Lore zu kurz kommen lassen, wo sie halt für den, ja, sagen wir mal, doch schon für den Freak interessant wird. Und das ist ja aber gleichzeitig eine Gruppe, die sie ansprechen wollen. Und dass halt sie sehr, sehr viel sehr vereinfachen. Und dass das halt aber gleichzeitig darin resultiert, dass halt die Rassen sich sehr gleich, also die einzelnen Kampagnen sich sehr gleichförmig spielen. Und alles, was da mehr Tiefe reinbringt, ist erstmal gut. Gleichzeitig muss man bei vielen dieser Sachen sagen, die halt mehr Tiefe ins Spiel bringen, die sind für die ersten Wochen nach Release vielleicht nicht unbedingt so relevant, wie alle Fraktionen sinnvoll rein zu implementieren. Bestes Beispiel hier, um mal ein absolutes positives Beispiel aus der Industrie zu nehmen, ich meine, irgendwie muss man ja auch Kontraste setzen und ich glaube, das geht nicht viel besser, ist CD Projekt Red. Die haben auch ihre Fehler gemacht, ja, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber die haben gesagt, okay, wir bringen dieses Riesenspiel, wo wir den Release schon verschoben haben, raus. Und wir haben hier noch ganz, ganz viele coole Features, die wir eigentlich implementieren wollen, aber wir wollen euch auch nicht warten lassen. Also bringen wir die nach und nach als kostenlosen Content raus. Das heißt, ihr verliert nicht wirklich, was natürlich schöner wäre, wenn wir es alle am Anfang haben. Aber es ist nicht so, dass wir Sachen, die wir implementieren wollen oder auch halb implementiert haben, rauslassen und dann wieder reinfügen, aber für Geld. Das wäre halt kein Content. Aber so muss man sagen, sie gehen damit ja auch offen ran. Sie sagen, okay, wir wollen euch das geben, aber wir geben es euch halt kostenlos. Und dass das als kostenloses DLC erscheint, ist meiner Meinung nach durchaus gut. Und von dem her muss ich sagen, FreeLC, ja. Aber gleichzeitig auch mal Ballpumpe aus dem Elch lassen. Ne? Hand außer Hose. Es ist auch nur ein FreeLC und ganz klar. Ja, schon im Grunde genommen der vorausgenommene Entschuldigung für die, ja, das, was passiert ist. Ich sag mal, gerade halt Bretonnia. Als FreeLC ist meiner Meinung nach eine ganz klare Antwort auf das Chaos-DLC. Ganz einfach, weil da halt so ein Aufschrei war, mit dem sie meiner Meinung nach nicht gerechnet hat. Die haben sich gedacht, ach, die finden das doch bestimmt cool, als Vorbesteller-DLCs Chaos zu kriegen, ohne daran zu denken, dass viele Leute das Spiel nicht vorbestellen wollen. Und ich schweife ab. Ansonsten haben sie dann bei den DLCs nochmal aufgelistet, welche drei Hauptsachen sie haben.
Einmal wird es Lord Packs geben, wo man halt neue Legendary Lords kriegen kann. Ich meine, es gibt halt noch so viel. Allein jetzt mal beim Imperium zum Beispiel kann man noch den Reichsmarschall spielen, dessen Namen mir in diesem Moment entfallen ist. Sie haben noch Luthor Hus, den abtrünnigen Sigma-Priester. Wir haben Kurt Schwarzhelm, den Scharfrichter des Imperators. Man kann theoretisch natürlich, wenn man noch eine andere Imperiumsfraktion freischaltet, noch irgendwie Charaktere wie Boris Wüterich vom Middenland, ein sehr, sehr interessanter Charakter, erstellen. Man könnte, wenn man in dem momentanen Lore-Theme bleibt, das es wahrscheinlich geben wird, eventuell sogar bald einen Heldenhammer machen, wobei dazu möchte ich gleich noch was sagen. Wo der vielleicht reinkommen könnte. Und ja, von dem her erstmal gibt es da schon relativ viel. Oder auch das Chaos hat viele Champions. Es gibt noch genug Ork-Bosse. Man kann einfach unterschiedliche unterschiedliche Zwergenkönige nehmen. Und sie meinten ja zum Beispiel auch, dass es neue einzigartige Einheiten gibt. Vielleicht implementieren sie dann auch zum Beispiel noch sowas wie den Runen-Amboss. Da wäre natürlich Torek Eisenstirn der entscheidende Mann, der große Zwergen-Runenschmied. Neue einzigartige Einheiten wird es geben. Ich hoffe auch als Free-DLC. Es wird sie auch als DLC geben. Das wird wahrscheinlich deshalb problematisch, weil sie im Multiplayer, falls der denn gespielt wird, das Balancing zerschießen. Aber hey, das sind wir inzwischen von CA gewöhnt. Das ist leider so. Ist interessant, wie mehr ein Kaufzwang besteht, wenn man Multiplayer spielen will, als für teilweise eigentlich kampagnenzentrierte DLCs, als für den Singleplayer, wenn man kompetitiv spielen will. Und das ist durchaus ein Problem. Und ich hoffe, dass CA dann ein Auge drauf hat. Aber ich gehe einfach mal nicht davon aus. Neue einzigartige Einheiten. Ich denke, mit einzigartig wird einfach nur gemeint sein, dass sie noch nicht in den bestehenden Rostern drin sind und dass es auch nicht sowas wird wie, also wir hatten jetzt Hellebardiere, ihr kriegt jetzt hier für 5 € Hellebardiere mit Schild, sondern dass sie halt zum Beispiel Pantherritter einführen, wäre für mich wunderschön, Ritter des Weißen Wolfs, Ulfric-Garde, oder Teutogena-Garde heißt die, oder was haben wir, ich habe gerade die Roster nicht ganz im Blick. Chaos hat ja zum Beispiel noch extrem viel offen. Bei den Zwergen ist man eigentlich ganz gut gecovert. Ja, aber da gibt es auf jeden Fall noch Sachen. Und was ich hier persönlich sehr, sehr schön finde, ist New Elite Units of Renown. Also einzigartige Einheiten. Und da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob sich da meine große, große Hoffnung an das Ganze erfüllt. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sind das tatsächlich sowas wie Black Knights with Bardings. Meine große Hoffnung sind einzigartige Regimenter. Wie Karoburger Bihan-Kämpfer. Ganz, ganz großer Fan. Oder die ganzen Söldnerregimenter. Ich meine, wenn wir uns mal die Söldner angucken, und zwar die klassischen Söldner, da gibt es einmal natürlich so Söldner, die sind so, ja, spätmittelalterlich, frühe Neuzeit, so Pikenblöcke. Und so, aber es gibt einfach so viele richtig geniale, einzigartige Söldnereinheiten, wie zum Beispiel Pizarros verlorene Legion, eine Einheit, die Piken und Fernkampf kann. Also sehr, sehr interessant. Wäre natürlich ziemlich hart, darum kann man nur eine davon mitnehmen, aber trotzdem wäre einfach cool, die Scharfschützen von Miragliano zum Beispiel oder auch Malakai Makaisons Goblin-Schnitzer, der dann den Zwergenarmeen extrem interessant wäre. Da gibt es einfach noch so viel, was Tiefe gibt. Und wenn man da auch, ich muss auch sagen, wenn es dann halt irgendwie, was weiß ich, ein ganzes Pack mit, sagen wir mal, drei, vier Einheiten gibt, für 1,99 oder so, dann wäre das halt tatsächlich was, wo ich überlegen würde, wenn ich schon DLCs kaufe, mir dann eher so ein DLC zu holen, einfach weil es cool ist. Und dadurch kann man halt wirklich auch diese Welt wirklich Leben einhauchen, das in dieser Welt drin ist. Und von dem her hätte ich mir halt persönlich gewünscht, dass solche Einheiten von Anfang an im Spiel drin sind. Ich hoffe, wie gesagt, stark, dass da mindestens ein oder zwei per Free-LC reinkommen. Ich hoffe es einfach mal. Und halt, dass es nicht total das Balancing zerschießt. Aber ansonsten ist es durchaus interessant. Und dann halt Race Packs ist relativ selbsterklärend. Das heißt allerdings, wir haben auch confirmed, dass noch mindestens ja, zwei, drei andere Race Packs kommen. Jetzt ist die Frage,
Ich frage mich echt, warum sie das Race Packs nennen, aber okay. Früher hieß es ja mal Faction Packs. Finde ich auch trotzdem noch besser. Ich hoffe dadurch, dass es natürlich ja, so was wie Mousselion spielbar wird. Das sind interessante Szenarien. Krakadrak, die Norskar-Zwerge, eben nicht die Chaos-Zwerge, das sind die in Zandagrund. Danke, Master Bean. Bussi Bussi an der Stelle. Ja. Und was interessant ist, wird, dass sie Kampagnenpakete rausbringen. Also angeblich eine Superversion eines Race Packs. Das heißt, neue Kampagne, neue, also kleine Kampagne, aber auch wieder das klassische Prinzip. Ja, wie schon in allem halt auch in der Hauptkampagne spielbar. Und da muss ich tatsächlich sagen, da wäre es interessant, an dieser Stelle. Zum Beispiel so ein Szenario wie dieses Sturm des Chaos-Szenario rauszunehmen und an dieser Stelle eben Middenland spielbar zu machen oder Middenland im Main Game, dann halt die ja, Fraktion eben mit Walten Heldenhammer als Lord, der dann halt vielleicht im Main Game nicht verfügbar ist, aber egal. Und an dieser Stelle vielleicht noch Kislev integriert. Da hat man durchaus Möglichkeiten. Da gibt es auch durchaus Sachen, wo man sagen kann, da kann man ausreichend Content und ausreichend interessante Kampagnen produzieren, um das Ganze sein Geld wert werden zu lassen. Und ich merke schon wieder, ich rede hier schon Ewigkeiten, aber es ist halt ein relativ wichtiges Ding und das ist tatsächlich auch etwas, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. DLCs, mit denen tue ich mich sehr, sehr schwer und DLCs sind auch echt Sachen, denen ich immer auf den Zahn fühle. So, was ist da jetzt wirklich drin? Einfach auch, weil ich sagen muss, ich möchte mich da jetzt auch keiner Nostalgie hingeben, früher war alles besser. Aber ich muss sagen, ich möchte halt auch einfach was für mein Geld haben. Und ich da tatsächlich einfach der Meinung bin, wenn ich irgendwie 60 € oder so für ein Spiel ausgebe, möchte ich da auch entsprechendes Zeug drin haben. Und ich finde immer dieses Mehr-Argument auch nicht sinnvoll. Also ich sag mal wirklich, ich habe das mal vor Ewigkeiten in meinem Epirus Let's Play in irgendeiner Folge mal während der Aufnahme ausgerechnet. Ganz, 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 ganz clevere Aktion. Kann ich auch nur jedem angehenden YouTuber neu empfehlen, der, wie ich aus dem eher geisteswissenschaftlichen Bereich kommt, einfach mal live Kopf rechnen. Da macht man sich Freunde mit. Nee, und das war ungefähr zu Hannibal at the Gates und ich bin halt irgendwie drauf gekommen, wie viel ich insgesamt inzwischen für ROM 2 ausgegeben habe und wie viel ich dafür hätte ausgeben können, gemessen an den Spielstunden. Ich bin halt damals zu dem Schluss gekommen, ich habe ja jetzt Hannibal at the Gates, Caesar in Gallien hatte ich damals nicht, hätte ich aber auch ja haben können. Plus noch, wenn ich da falsch gerechnet hätte, falsch agiert hätte, irgendwie gepennt hätte, noch mehr Geld für Fraktions-DLCs. Da war ich auch schon so bei den 100 €. Musste aber einfach zugestehen, dass ich außer den beiden Kampagnen, die ich ursprünglich im Hauptgame angefangen habe, natürlich habe ich Vorbestellerbonus gehabt, dadurch habe ich da 10 € gespart, noch nichts anderes gemacht habe. Oder 8 €. Noch nichts anderes gemacht hatte. Das heißt, all die DLCs, die ich mir gekauft hatte, haben mir für mich noch keinen wirklichen Mehrwert in der Kamp also im Spiel ergeben. Das heißt, da bin ich deshalb halt auch echt immer so ein bisschen der Gedanke, man zahlt mehr und man muss wirklich gucken, dass man seinen Mehrwert davon hat. Und ich muss auch sagen, diesen Mehrwert sollte man irgendwie zeitnah kriegen. Klar kann ich sagen, okay, ich kaufe ein DLC und danach fasse ich aus anderen Gründen das Spiel nicht wieder an. Das ist was anderes. Aber wenn ich das Spiel auch schon regelmäßig spiele, habe ich wirklich Mehrwert davon. Aber gleichzeitig muss ihm gegeben sein, habe ich auch keinen Verlust. Und das ist halt, wo CA richtig hart sagt, habe ich keinen Verlust dadurch, dass ich diese DLCs nicht kaufe. Und da muss CA, also gerade als Multiplayer-Spieler, muss ich einfach sagen, CA, please. N not cool, not cool. Not cool, bruh. Not cool, bruh. Please, don't hit me, get good, mate. Egal. Ich schweife ab. Ich habe jetzt 25 Minuten geredet. Über DLCs. Und ich hatte zwei Unterbrechungen drin, weil gerade ich mich noch organisieren muss, weil Keks und ich muss Montag eigentlich auch noch ein Buch lesen muss, ein ganzes.
Und zwar einen Roman in Anfang des 20. Jahrhunderts. Also damals haben die Leute noch gefunden, alles unter 500 Seiten ist kein Buch. Also nur mal so als kleinen Einblick, was ich so meinen ganzen Tag mache, anstatt Videos aufzunehmen. Ich habe durchaus eine sehr schlechte Ausrede. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe ein paar Gedankenanstöße gegeben, ein bisschen was illustrieren können. Fragen und Anregungen bitte gerne in die Kommentare, die ich jetzt auch hoffentlich wieder lesen und beantworten werde. Ich werde ja wenig Multiplayer machen. Ich werde vielleicht dadurch mehr produzieren, aber das kann ich alles noch nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns spätestens beim Release und oder im nächsten Infovideo. Bis dahin alles Gute. Euer Fighting Joe. Tschüss.